Willkommen zurück bei Warhammer Quest. Wir wissen, was wir tun wollen. Wir wollen diesen Helm hier gewinnen. Plus 10 maximale Verletzungen für einen Zwergeisenbrecher. Attacke. Ich glaube, wir sind alle genesen. Also können wir es nochmal riskieren. Das war schon eine harte Nummer. Das war eine richtig harte Nummer eben. Also für euch in der letzten Folge. Eieiei. Champions Runenhelm. Champions Runenhelm ist ein mystisches Helm. Ja, die Übersetzung ist halt hier noch ein bisschen, hey. So erzählt der Fremde, der eurem Trupp entgegenkommt. Er ist ein älterer Mann mit einer großen Rucksack und einem abgenutzten Schwert an seiner Seite. Er erklärt, dass wenn er nur 10 Jahre jünger war, würde er sich selbst auf die Suche nach Champions Runenhelm machen. Aber jetzt ist er zufrieden, dass er sein Wissen über den Verbleib mehr mit anderen teilen kann. Umso folgt der Trupp den Anweisungen des Fremden und findet ein Verlies. Also mit fremden Folgen haben wir ja eigentlich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Wir machen es aber trotzdem. Because we can. So, jetzt nochmal ganz kurz hier ins Inventar reinstöbern. Wir haben ja jetzt wieder einiges hier an Futter und so. Das Problem ist halt immer... Plus 1 Zähigkeit, plus 1 Zähigkeit. Ich glaube, wir packen eine Zähigkeit weg. Obwohl, nee, Moment, wir können auch hier Essen reinpacken und Zähigkeit. Also kann hier schon mal, haben wir schon mal. Hier haben wir schon mal. Der kann eigentlich nichts hiervon entbehren. Moment, wieso haben wir den Ring noch? Oh mein Gott, kann ich ihn einmal pro Dungeon einsetzen? In der Welt gibt es viele Zauberringe. Die meisten wirken positiv und können viel Kraft geben. Einige wenige sind jedoch verhext und richten weit mehr Schaden an, als sie Gutes tun. Ja, okay. Krass, also wenn wir den wirklich jedes Mal einsetzen können, das ist was anderes. Das testen wir jetzt gleich einfach mal. Auf jeden Fall kannst du nichts mitnehmen. So, du kannst dir aber hier ein bisschen Futter... Obwohl, komm, du kriegst erstmal Zwergenbrot. Und du kriegst hier Futter. So. Jetzt sind wir ausgestattet fürs Dungeon und klopfen mal an die Tür. Niemand zu Hause. Bin gespannt. Ja, also beim letzten Mal haben wir ein bisschen falsch vorgegangen. Vielleicht muss man auch einfach ein paar Nebenquesten mehr machen, mehr Gold ernten, auf seine, wie ich sagen, auf seine Items ein bisschen besser achten, mehr kaufen oder so. Es war auf jeden Fall hart. Da haben sie uns richtig kaputt gehauen. Okay, Riesenfilme, also Riesenspinnen und Riesenratten sind tatsächlich ja überhaupt kein Problem. Die stören ja nicht mal. Hier, zack, zack. Du kannst doch, ich wollte gerade sagen. Ja, genau, mitten rein hier. Vielleicht kriegen wir einen Schlag des Todes und können einmal rummähen. Leider nicht. Leider nein. Diesmal auch nicht. Dann kann man hier noch ein bisschen schießen. Ah, Moment, erst die Spinnen. Erst die Spinnen, weil die einnetzen. Okay, ein bisschen verfehlt haben wir trotzdem. Zauberer vor. Weiter geht's. Solange die verfehlen, ist es mir egal. Das Einnetzen ist halt immer das Blöde, weil mir fehlt dann halt einer, der in diesem Zug ordentlich zuhauen könnte. Ach komm schon, das ist doch nur eine Fledermaus. Manchmal frage ich mich, warum. Und Schlag des Todes, weiter geht's. Boom. Leider kein Schlag des Todes, ich glaube, wir haben noch einen zweiten Angriff. Haben wir. Zack, Klatsch, weg, aus, vorbei. So, spielen wir hier nicht. Eine Ratte können wir auch noch bekommen. Es ist nur eine Ratte. Okay, schon mal eine Ratte mit dem Bogen erschossen. Ist gar nicht mal so einfach. Und einfach weil du genug Macht übrig hast, also Zauberwinde. Oh. Aber wir haben nochmal Zauberdolche. Gibt halt EP. Das ist der einzige Grund, warum wir es gerade gemacht haben. Hier haben wir wieder was zum Verkaufen bekommen. Schön. Hier kann sich nichts bewegen. Spielzug beenden. Oh, 6 Winde. Ich hoffe, wir können jetzt gleich noch irgendwem wehtun. 6 Winde sind viel. Da öffnen wir doch direkt mal die Türen und da ist nichts drin. Schade. Mit 6 Winden, das wäre cool gewesen, aber wir haben auch keinen, der Schaden genommen hat. Also haben wir nicht mal was heilen können. Echt schade. Oder? Haben wir irgendwas? Ja, voll, voll, voll. Alle voll, schade. Weiter geht's. Spielzug beenden und wir werden angegriffen von nach Goblins und einem Ork-Krieger. Oh, gut. Wenn ihr
unbedingt Dresche wollt, könnt ihr Dresche kriegen. Ja, du kriegst auch noch Dresche. Bonk. Oh, das war gut. Überraschend gut. So, du lässt mal meinen Zauberer in Ruhe. Ach komm, wir loaden die mal an. Ah, Schlag des Todes, alles klar. Und noch einer weg. So, schön angelockt. Er hat keine Winde, also können wir schlitzen. Ja, und verfehlen. Wir können es aber auch mit dir zurückziehen und schießen. Ach komm. So ist gut. Jetzt können wir hier nochmal kurz einmal zuhauen. Wir wären doch besser nach hinten gegangen. Aber was soll er machen? Komm, der weicht mir doch eh aus. Als ob. Als ob. Ronk. So, kriegt er noch einen reingedrückt, kriegt er Zahnschmerzen. Und du auch noch, du kleiner Nachtgobo. Flop. Oh. Ach, das ist ein Boss. Nachtgobo-Boss. Ich habe mich schon gewundert, warum kann der Kleine so viel aushalten. Wir haben 3 Winde. Ach komm, stell dich hin. Einmal schlagen. Vielleicht sogar gesessen. Und einmal die Schattendolche, weil wir einfach die 3 Punkte über haben. Und jetzt darf der Zwerg aufräumen. So, Dude, holst dir den Rest. Komm, noch 2. Ah, schade. Du kommst nicht hier hin, ne? Nee, ja. Oh. Okay, also wenn er es trifft, dann haut er eigentlich gut zu. Ja, kriegt er vielleicht auch noch einen ab. Damit kann ich leben. Ach, das ist doch wieder. Dann machen wir es halt noch anders. Kleine Wunde heilen. Den einen Schaden, den wir ihm gemacht haben, heilen wir ihm dann direkt weg. Und jetzt kommen wir hier, Madame. Ein Pfeil. Läuft. Läuft absolut. So, wir können den Weg wieder nach oben antreten. Ihr könnt euch, glaube ich, nicht bewegen. Nein. Ich finde diese Konstellation immer noch ziemlich cool. Also ein Zwerg mit einem Chaos-Barbaren, dazu eine Elfe und ein Magier. Das ist wahrscheinlich das seltsamste Gespann, was ich jemals in Warhammer irgendwie mitbekommen habe. Allein weil der Chaos-Barbar überhaupt nicht in diese Truppe passt. Ein Flusstroll, das ist schlecht. Ich glaube, die können sich regenerieren und nach dem Goblin-Bogenschützen, die sind mir egal. Außer ich treffe sie nicht. Aha. An dich kommen wir nicht ran. Ja, dann können wir halt ihm einen reindrücken. Und der Trollgestank. Trollgestank ist bestimmt nicht cool. Verringert Risiko, von Nahkampfangriffen getroffen zu werden. Ja, ist wie gedacht uncool. Aber wir müssen erstmal die Bogenschützen wegmachen, sonst nerven die einfach. Schlag des Todes, wir dürfen also nochmal auf den Troll draufhauen, direkt mit 7. 51? 7 Defense? Alter! Hier, kriegst einen Ring. Für 16. Nicht schlecht. Ah, nochmal für 7 war auch gut. Dann haben wir hier 7. 4 meine ich. Heilen wir mal 2 kleine Wunden. Du kannst dich auch nicht mehr bewegen. Okay, dann gucken wir mal, wie Hau da zuhauen kann. Das war hart. Das war hart, aber wir haben jetzt 3 Attacken mit dem Krieger. Also mit dem Barbaren eher gesagt. Ah, gut, ja. Sollen wir einen Schlachtruf noch raushauen? Naja, immerhin ist er dann eine Runde still. Machen wir auch. Einfach um sicher zu gehen. Du hast genug, du kannst einen heilenden Nebel durchziehen. Aber es war auch nur für 4. So, dann kannst du noch eine kleine Wunde heilen. Du gehst dahin wegen dem Proviant. Es ist wichtig, dass wir ihm die Wunden heilen. Und dann können wir trotzdem noch schießen. Okay, der Letzte hat verfehlt, aber bis dahin sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Jetzt darf der Zwerg sogar noch zuhauen. Vielleicht war es gar nicht nötig, da so viel Heilung reinzubuttern. Doch. Doch, scheinbar war es das. Oh. Also ich möchte mich eigentlich nicht mit ihm an den Rand stellen. Ah ja, er war betäubt, geil. Hier, mach ihn. Fertig, komm. Mal weg. Das bringt EP. Oh. Sollen wir es probieren? Sollen wir es riskieren? Yes!
Oh, der gute Magier. Oh, 130 Tacken brachte der. Geil. Und eine Brandbombe für Zwerge haben wir noch mitbekommen. Ich würde sagen, Inventar. Brandbombe für Zwerge statt Brot. Sehr gut. Allerdings haben wir jetzt auch wieder viel, viel rausgehauen, was wir eigentlich brauchen für Heilung, für später und so weiter und so fort. Hier, wir können noch zwei kleine Wunden heilen. Wenn wir sowas können, dann machen wir es auch. Wir kommen da nicht weiter, also Spielzug beenden, damit wir alle gemeinsam hier reingehen können. Champions Runenhelm! Im Raum wartet ein Ork-Boss. Das Monster entdeckt die Krieger lauernd und bittet sie nach vorne. Sucht ihr danach? Sagt er auf Champions Runenhelm deutend. Nun, lasst uns das zu Ende bringen, sagt das Biest. Steht auf und zieht eine gewaltige Klinge hervor. Ork-Boss und Ork-Boggenschützen. Ja, sogar viele. So, wo ist der Ork-Boss? Ist das der? Kann sein. Oh ja, 32 HP. Die anderen... Alles Bogenschützen. Alter Schwede. Das sind viele Schützen. Ja, komm, mitten rein in den Spaß. Und erstmal das kleine Kruppzeug hier weghauen mit Schlag des Todes. Saugeil. Aber noch ein vielleicht? Nee? Hm, war's das? Okay. Ran mit euch. Booms. Der letzte hat nicht getroffen. Das ist schade. So einen Schritt nach vorne musst du trotzdem machen. Und ich denke, wir halten ihm einfach die Kleinen hier vom Hals. Oder probieren es. Einen haben wir noch. Gehen wir dem noch hier hinten? Ja. Oh, saugut. Der letzte war cool. Der hat mich gefreut. Also wir können ihm natürlich die paar Punkte hier heilen, aber... Ach komm, wir hauen lieber hier einen richtig dicken Schattenbolzen rein. Ah, nur für 4. Schade eigentlich. Na gut, mal gucken, was er hier so macht. Verfehlt. Und verfehlt. Ist halt nur ein Ork. Und er verfehlt. Und der, oh, der trifft den Magier. Da, ja, ja, jetzt geht er hier Enrage. Kleiner Freund wurde getroffen. Das mag der gar nicht. Ja, konnte halt 3-mal zuhauen. Hat aber nicht gereicht. Dann hauen wir mit Zwerg noch 2-mal zu. Aber natürlich verfehlt der letzte. So, wie sieht's bei dir aus? 6 Winde, alles klar. Heilender Nebel. Heilen wir uns selber. Oh, für 5 sogar. Geile Nummer. Ja, Schütze gegen Schütze. Aber wenn der weit entfernt ist... Oh! Oh! Und wir können noch einen auf den Boss schießen. Oh! Das wäre auch zu geil gewesen. Ja! Oh geil, der kleine Magier mit 5 Schaden. Sehr cool. Die Krieger haben jeden monströsen Widerstand erlegt und nehmen nun den magischen Gegenstand an sich. Als sie sich einen Schritt nach vorne bewegen und Champions Runenhelm von seinem Platz verschieben, öffnet sich der Boden und der Kerkerkundler fällt in ein Zimmer darunter. Wer ist der Kerkerkundler? Sofort befürchtet der Krieger das Schlimmste, aber er ist erleichtert. Dass er nicht auf Dornen oder in einer Grube mit giftigen Skorpionen, sondern auf einem Haufen Gold gelandet ist. Ja, freut uns doch alle. Erstmal haben wir den geilen Runenhelm. Alter Schwede, da bin ich echt froh. Noch 80 Tacken. Und die Quest ist damit geschafft. Geile Nummer. Boah, das hat sich richtig gelohnt. Das war richtig dick. Und wir kriegen noch ordentlich EP, aber ich glaube zum Level... Oh doch, hier unser Magier hat ein Level Up. Sehr, sehr geil. Und unsere Elfe hier geht auch langsam. Das ist Waldläuferin oder Elfe? Ich vergesse das immer. Ich glaube, eine Waldelfe. Wird hier langsam voller. Alter Schwede. Und wir haben hier Gebiet entdeckt. Wurzbad. Befestigte Stadt. Sehr gut. Sollen wir uns die direkt angucken? Ach komm, wir gucken uns die direkt mal an. Lass uns mal schauen, was so ein Wurzbad erwartet. Schöne imperiale Stadt. Manchmal ist der Sound irgendwie sehr leise. Ich glaube, ich muss ihn mal wieder ein bisschen lauter drehen. Oh, politische Schwachstellen. Die Stadt Wurzbad ist die Hauptstadt von Stierland, der ärmsten Provinz des Reiches. Trotzdem, abgesehen von ihrer einfachen Gestalt, gibt es immer die Mächtigen und die Schwachen, die Reichen und die Armen, den Adel und die Bürgerlichen. So ist es nicht überraschend, dass deine Krieger bei der Ankunft am Tor von den Wachen von Stierland umzingelt werden. Auf die Spitzen des Speere blickend
werden deine Krieger zum Rathaus geführt, einem prächtigen, wenn auch heruntergekommenen Bauwerk. Ein kleiner Mann erscheint auf dem Balkon, um sich an sein unfreiwilliges Publikum zu wenden. Meine Untertanen, willkommen zur großartigen Stadt im Reich, erklärte die hochtrabende Figur mit einer schwungvollen Bewegung seines Spitzenhandschuhs, oder? Spitzenhandschuhs? Der Mann auf dem Balkon läuft in einer Prozendenart. Mit einer protzenden Art und Weise und ist mit knallbunten Juwelen beschmückt, die die allgemein bekannte Wahrheit bestätigt, dass der Adel von Stierland es mit Äußerlichkeiten übertreibt und so vergeblich versucht, den mittellosen Ruf der Provinz abzulegen. Ich suche nach ein paar großen Typen für euch. Eine hübsches Belohnung und kostenlose Verpflegung, während ihr hier seid. Ich akzeptiere kein Nein, setzt der Adlige in einer weniger freundlichen Art fort. Die Krieger bekommen das Gefühl, dass dies wohl nicht so gut ausgehen wird. Okay, damit haben wir automatisch eine Quest bekommen. Und wir haben ein Level-Up. Das machen wir als allererstes. Komm, hier Übungsplatz. 500 Tacken gehen wir aus, gerne. Waffenfähigkeit gehoben. Nahkampfangriffe auf 2 gehoben, okay. Und Powershop auf 10. Gute Nummer. Und einen neuen Zauberspruch gelernt. Zyklon der Stille. Versuch, die gegnerischen Ziele zu betäuben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziele bis zu deinem nächsten Zug betäubt sind, liegt bei 50%. Ist okay, finde ich gut. Ausreißer. Als dein Krieger die Hauptstadt entlangläuft, hört er einen Tumult um die Ecke. Ein Moment später jagt ein großer, entrissener Bulle die Straße hinunter, zerstört Marktstände und sorgt für Panik. Dein Krieger kann sich einfach in einer Seitenstraße verstecken, bis alles vorbei ist. Oder versuchen, das wütende Tier zu stoppen. Na, wollt ihr raten? Wir stoppen das verdammte Biest. Dein Krieger winkt die Passanten zur Seite und springt mit gezogenem Schwert vor den Bullen. Der Bulle zögert nur eine halbe Sekunde oder so und trampelt ihn dann nieder, bevor er davon rast. Toll. Der Menge stampft hastig über ihn, um dem Bullen zu folgen. Er wird in der leeren Straße zurückgelassen und muss sich selbst um seine Verletzung kümmern. Also von Heldenmut hat man nicht viel. Minus 1 Zähigkeit, Rippenbruch, und minus 4 maximale Verletzung, ein Dungeon dauert das. Und wieso er? Das ist der Zauberer, da steht die ganze Zeit mein Krieger. Das hier ist mein Krieger, mein Barbar. Ich habe gar keinen richtigen Krieger in dem Sinne. Arrrr. Na gut, Heldenmut lohnt sich halt nicht, aber wir haben es probiert. So, das können wir verkaufen, den Rest behalten wir, wobei den Stab können wir auch verkaufen. Oh ja, hier, Verbandszeug kaufen wir auf jeden Fall. Proviant halt 1 bis 3, das brauchen wir nicht, das kaufen wir nicht. Wir kommen nicht an Kohle, ne? Es ist unfassbar, man kommt hier nicht so gut an Kohle. Für die dicken Sachen, wobei ich eine Idee habe, wie wir doch an die Kohle kommen. Na, gucken wir mal. So, erstmal der Zwerg. Boom! Neuer Helm. Welchen haben wir aufgegeben? Plus 1 Zähigkeit. Jo, das ist überhaupt kein Thema, den gebe ich dafür gerne auf. Dann bekommt er noch die Bandagen mit und... Was geben wir ihm noch mit? Heilbrot? Oder einen Stärketrank kann er auch noch mitnehmen. Ein Stärketrank geht immer. So, den Trank würde ich gerne Madame hier mitgeben, aber sie braucht das alles. Wobei, 1 Zähigkeit, ne? Sind wir mal ehrlich. Komm hier. Wenn es dringend wird. So, du bist voll ausgestattet mit allem. Du hast auch alles. Und du bist auch voll ausgestattet. Ja, der Ring bleibt. Saugeil. Den Ring können wir so einmal pro Dungeon einsetzen. Das finde ich unglaublich gut. So, dann gehen wir nochmal auf den Markt. Verkaufen wir auf jeden Fall den Helm. Und die Stiefel auch. 1 Zähigkeit für 200 Gold. Das sehen wir. Nee. Das wird direkt verkauft. Jetzt gucken wir nochmal bei Kaufen nochmal rein. Okay, 4000 können wir natürlich nicht ausgeben. Aber hier unten können wir mal nicht gucken. Das war ja nur eine Idee. Die Pistole ist für einen Hexenjäger, habe ich mir gedacht. Aber hier für den Castle war 8 bis 10 Schaden. Allerdings ist es auch schon wieder zu teuer. Alter Schwede. Wir brauchen Geld. Wir brauchen einfach Geld. Und deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt einfach demnächst nochmal um die Nebenquesten. Wir brauchen einfach Kohle. Wir müssen erstmal an Kohle kommen. Wir brauchen mehr Equip. Das kann ja nicht sein. Und damit, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ha, macht's gut. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Einschauen. Tschüss.